Mit der Yamato macht man, glaube ich, nie was verkehrt, denn die will eigentlich immer jeder mal wieder sehen. Und daher ist es schön, heute mal wieder ein Replay davon zu zeigen. Veribel hat das Ganze eingeschickt. Vielen lieben Dank an der Stelle. Ich bin selber sehr neugierig und gespannt, wie er das hier so hinbekommt. Erstmal geben wir jetzt ein bisschen Gas. So, und da gehen wir natürlich schon ins Live-Gameplay. Denn wenn die ersten Schüsse fallen, dann geht es erst so richtig rund. Und wir sehen, hat knapp 2,5 Minuten gedauert. Am Anfang passiert einfach sachgemäß kaum was bei World of Warships. Da müssen sich die Teams erstmal aufstellen. Erstmal wird sondiert, wo kommt was, wo passiert was. Aber dann geht es richtig rund. Und jetzt überlegt er gerade, Hipper oder Kurfürst. Und er scheint die Hipper da als Ziel kurzzeitig auserkoren zu haben. Aber hat er dann doch wieder abgebrochen. Vielleicht hätte er einfach mal den Schuss riskieren sollen. Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal gar nicht drauf, auf niemanden. Aber ab und an muss man einfach auch ein wenig Geduld mitbringen. Dann klappt es auch wieder. Und jetzt hier Friedrich der Große. Schüsse schauen nicht schlecht aus. Dreht da ein bisschen rein. Mal schauen, was da passiert. Ja, 17.000 Schaden. Die sind ordentlich und das ohne Zitadelle. Und jetzt vielleicht noch was für die Bismarck da über. Aber erstmal Kurfürst, nochmal knapp 13.000. Also er ist fleißig, ohne Frage. Mal schauen, wie die so jetzt kommen auf Kurfürst. Naja, da... Da war es jetzt eher ein homöopathischer Schal mit 1480. Aber jetzt wieder mit 20.000 Schaden. Ordentlich reingesammelt. Jetzt muss ich auf die Torpedos aufpassen. Gott sei Dank sind die früh genug gesichtet worden. So wird er wohl nur einen abbekommen, aber ich glaube, den kann er nicht ausweichen. Und der kommt auch. Ja. Der hat ordentlich gerumst. Da musst du auch sofort den Wassereinbruch reparieren. Weil das ist sonst Schaden, den will man einfach nicht. Aber dafür weiterhin hart am Limit der Damage-Schraube. Jetzt schon bei 60.000 in Summe. Hipper wäre natürlich ein geiles Ziel für eine Yamato. Oh, das waren knapp 40.000 Schaden, den er da auf der Hipper gemacht hat. Ich sag doch, ein geiles Ziel. Ja, sehr nice. Also den muss man erstmal so machen. Damit hat er, glaube ich, schon fast selber nicht mehr gerechnet, denn er hat schon so weggeguckt, klar, war schon zu und so. Aber holla die Waldfee, der hat mal gerumst. So, jetzt brennt er zwar, aber das stört ihn gerade nicht so wirklich. Kann sich ja auch dann noch heilen. Jetzt geht erstmal der Katapultjäger in die Höhe. Die Montana, die ist leider vom Winkel nicht so geil. Jetzt wird hier gegengeheilt. Aber, oh ja, die Montana, die dreht nochmal extra rein. Die macht es jetzt extra für ihn.
So, jetzt fährt er aus dem Rauch dann wieder raus, aber der ist, löst sich eh gerade auf, von dem her wäre das jetzt auch nicht so smart, da lange zu verweilen. Montana waren leider kaum Schaden. Seitlich kommen da Flugzeuge angeflogen, aber die gehen nicht für ihn, sondern für die Kurfürst. Ja, treffen auch ganz ordentlich. Er in der Zwischenzeit bleibt auf der Montana drauf, muss aber auf die Torpedos vielleicht so ein bisschen aufpassen. Die Montana, die bekommt... Bekommt sie Schaden? Jo. Ah, 10.000. Die nimmt er mit. Was machen die Torpedos? Ja, die... sind schon wirklich wieder verschwunden, bevor da irgendwas Größeres passiert. Also das halb so wild. Die Flak ist am Arbeiten, hört man ganz gut. Ein paar Flugzeuge in der Nähe gewesen, aber der Luftraum ist wieder frei. Jetzt Schüsse auf die Montana, schön seitlich. Und ja, 37.000 Damage, zwei Zitadellen. Nur den Kill hat er leider nicht selber zugerechnet bekommen, aber scheißegal, der Schaden war erste Sahne. Und damit auch schon 150.000 auf dem Zettel. Ja, hier wieder Torpedos auf ihn. Klar, Yamato bietet ein gutes Ziel. Schon wieder der Wassereinbruch. Auch den muss er sofort wegreparieren. Seine Sekundären schießen da jetzt auf die Gearing, glaube ich. Und er selber hat hier die Montana sich jetzt als nächstes Ziel ausgeguckt. Schnell noch die Schüsse raus, bevor die Montana da hinter der Insel ist. Mal schauen, was da passiert. Auch da wieder eine Zitadelle und in Summe waren es knapp 36.000 Damage. Auch das ein sehr, sehr ordentlicher Hit. Also, mit den dicken Schellen, da geizt er mal gar nicht. Die packt er aus, als ob es nix wäre. Und auch die Kurfürst bekommt da 24.000 Schadenspunkte abgezogen. So, jetzt muss er aufpassen. Insel vor ihm, aber da ist er schon direkt am Abdrehen. Die Zau, das ist natürlich ein ekelhafter Gegner, den man so seitlich daneben sich hat und den man da nicht haben will. Der Gegner mit zwei Caps und einem Schiff mehr am Start. So, jetzt wartet, ob die Zau da eintritt und das macht sie jetzt auch. Und oh, 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 Zau, das könnte wehtun. Yo, das tut es! Zwei Zitadellen. Unterstützer, Großkaliber, vernichtender Schlag. Alles, was es so geben kann, hat er sich da geholt. Die Zau hat es so nicht so ganz auf dem Schirm gehabt und er hat es eiskalt ausgenutzt. Sehr ordentlich. So, Flugzeuge sind da wieder in der Luft. Er geht jetzt auf die Kurfürst, aber wir sehen da schon, da kommen ganz viele Verbände. Katapultjäger hat er schon in die Luft geschickt, aber den Anflug, den wir da nicht wirklich umgehen können. Und da sind jetzt einige Torpedos am Start. In dem Fall Gott sei Dank nicht so viele, die er abbekommen hat. Man sieht, da hat er schön daneben geworfen, weil die hätten auch noch sitzen können. Also Glück gehabt. Und weiter geht's. Nochmal 13.000 auf die Montana, aber halt nicht versenken können. Und jetzt hier die Bomber, die im Anflug auf ihm sind. Ja, und die treffen zwei Brände. Auch die muss er natürlich wegheilen, denn zwei Brände auf einer Yamato, die tun richtig weh. Und jetzt bekommt er von hinten auch noch das Feuer. Also überall jetzt Gegner.
Das ist natürlich eine Situation, in der man sich nicht wiederfinden will. Aber langsam ist einfach auch sein Team so ausgedünnt und das Gegnerteam so zerstreut, dass man da nicht wirklich was gegen tun kann. Der Brand, den muss er auch über sich ergehen lassen, leider. Mal schauen, ob er mit den Schüssen wenigstens die Montana rausnehmen kann. Yo, die ist weg. Aber er bekommt es seitlich jetzt richtig, richtig hart. Die HE-Granaten schlagen da auf ihm ein und er kann da einfach nichts gegen tun. Ist offen, kann jetzt nochmal auf die Kurfürst schießen. Macht da nochmal 9000 Schaden. Also er fightet wie ein Löwe. Aber in dem Fall hat er jetzt einfach hier keine Chance. Die Des Moines ist einfach da gut positioniert. Und da muss er sich da jetzt einfach irgendwie so gut noch als möglich verkaufen. Da war es aber schon. Thema erledigt. Schade drum. Sehr schöne Runde. Fast 300.000 Schaden. 294.948. Aber es sollte einfach nicht sein. Ja, wir sehen, sein Team ist noch mit einem einzigen Schiff am Start. Und zwar der Iowa. Aber der Gegner, der hat halt noch die Tayo, Kurfürst, Des Moines und Gearing. So, leider gab es gerade ein kleines technisches Problem, aber wir sind wieder hier am Start. Wir sehen aber trotzdem, die Iowa hat hier einfach die Übermacht gegen sich. Da wird er nicht mehr großartig was leisten können. Und da sind jetzt auch noch Flugzeuge auf dem Weg zu ihm. Auch gegen das Geschwader wird er sich nicht wehren können. Kurfürst ist hier hinterhalb der Insel, kommt da nicht drauf. Die Des Moines ist hinter dieser Insel, kann da jetzt gerade aktuell gar nichts machen gegen den Gegner. So, jetzt sehen wir hier die Flugzeuge hier im Anflug. Guter Drop. Und er dreht jetzt nicht in die Flugzeuge rein, sondern davon weg. Dann treffen auch noch alle Torpedos. Also nicht wirklich schön. Und jetzt von vorne wird gleich dann die Des Moines auftauchen. Ja, ich verabschiede mich schon mal mit der Runde. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es leider eine Niederlage war. Aber man steckt halt nicht immer drin. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.